Olaf Scholz. Friedrich Merz. Ich mache mir Sorgen um die Zukunft unseres Landes. Und ich schaue mir das nicht mehr länger einfach nur an. Wenn du willst, dass es gut wird, musst du es halt selbst machen. Surprise! Freunde der Sonne, hiermit habt ihr jetzt nicht gerechnet. Hättet ihr mich heute erwartet, hättet ihr Kuchen gemacht oder wenigstens Tee. Und Tee könnt ihr euch auf jeden Fall machen, also holt euch einen Tee, macht's euch gemütlich, wir steigen durch. Aber das hier ist kein MyLab-Video. Die Zusammenarbeit mit Funk ist seit dem letzten Video beendet. Funk hat dieses Video weder bezahlt, noch war Funk inhaltlich involviert. Ich spreche in diesem Video für mich. Und es geht ausnahmsweise auch nicht um Wissenschaft, sondern um Politik. So wie es ist, geht es nicht weiter. Und ich schaue mir das nicht mehr länger einfach nur an. Aber fangen wir erstmal mit was Positivem an. Bei solchen Bildern tut es richtig gut zu sehen, dass unsere Demokratie alive and well ist. Dass Hunderttausende auf die Straße gehen, weil sie Demokratie nicht für selbstverständlich halten, sondern sie verteidigen. Und das Schöne ist, all diese Menschen, die haben garantiert verschiedene Meinungen und Streitpunkte und verschiedene politische Ansichten. Aber uns vereint ein kleinster gemeinsamer Nenner, ein kleinster gemeinsamer Konsens, wie zum Beispiel, die Würde des Menschen ist unantastbar. Oder alle Menschen sind frei und gleich an Rechten und Würde geboren. Und es ist wichtig, dass es solche kleinsten gemeinsamen Nenner gibt, die nicht zur Debatte stehen und die wir verteidigen, wenn sie jemand angreift oder in Frage stellt. Und trotzdem, ich mache mir Sorgen um die Zukunft unseres Landes. Allein schon, weil es zunehmend schwieriger wird, eine kleinste gemeinsame Wirklichkeit zu finden. Stattdessen haben wir eine Informationskrise. Informationskrise heißt, nicht das, was am wichtigsten oder informativsten ist, kriegt die meiste Aufmerksamkeit, sondern das, was am meisten empört oder emotionalisiert. Informationskrise heißt, wir haben einen Überfluss an Informationen, wir versinken förmlich darin, doch die Informationen sind widersprüchlich und es gibt Streits, Kämpfe, Zerspaltungen, nicht nur, weil wir unterschiedlicher Meinung sind, sondern weil wir unterschiedliche Informationen haben, weil wir in unterschiedlichen Realitäten leben. Informationskrise heißt, wir haben keine kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Und das trägt bei zu einer Diskussionsklimakrise. Das Diskussionsklima ist katastrophal. Schwarz-weiß, unterkomplex, unsachlich, aufgeregt, voller Scheinargumente und Beleidigungen. Und diese beiden Krisen, die Informationskrise und die Diskussionsklimakrise, wirken wie Katalysatoren für alle anderen Krisen. Sei es die Klimakrise oder Rechtsextremismus in Europa, in Deutschland, der Angriffskrieg auf die Ukraine, Nahostkrieg, jede beliebige Krise wird durch die Informations- und Diskussionsklimakrise um ein Vielfaches verstärkt. Und wer ist schuld daran? Friedrich Merz. Würde ich jetzt sagen, wenn ich so outlandish Shit behaupten würde wie Friedrich Merz. Nee, man kann natürlich stundenlang jetzt erörtern, wer oder was schuld daran ist. Populistische Politiker sind auf jeden Fall ein Teil des Problems. Auch Medien tragen dazu bei, weil oft das, was am meisten geklickt wird, besonders empörend oder emotionalisierend ist. Wir alle tragen natürlich dazu bei, weil wir uns so schön empören und weil wir klicken und verbreiten. Algorithmen tragen dazu bei und vieles mehr. Also es ist sehr komplex und es ist nicht schwarz-weiß. Der Kampf gegen die Informations- und Diskussionsklimakrise ist alles andere als einfach und straightforward. Es ist kompliziert. Aber eine Sache würde es zumindest ganz klar besser machen. Oder genau genommen zwei Sachen, und zwar in unserer Regierung. Die Regierung eines demokratischen Landes braucht erstens Mut in der Kommunikation von Problemen und Krisen. Und zweitens Sachlichkeit. Erstmal zur Sachlichkeit. Und damit meine ich auch Wissenschaftlichkeit. Ja, Wissenschaftlichkeit in der Politik. Und Achtung, ich sage nicht, dass man politische Entscheidungen allein auf der Basis von Fakten und Wissenschaft treffen sollte. Weil man das auch gar nicht kann. Das geht natürlich gar nicht. Physik, da zählen nur die Naturgesetze. In der Politik, da zählen natürlich viele andere Sachen. Wirtschaft, Moral, Ethik, Werte. Ganz pragmatische Sachen wie Umsetzbarkeit, Durchsetzbarkeit und vieles mehr. Und wegen dieser vielfältigen Faktoren sind politische Abwägungen schwierig. Darum hatte ich Politiker bisher auch nie beneidet. Und da ist es doch ein Luxus, wenn man wenigstens einen Faktor hat, wo es objektive Evidenz gibt. Und den sollten wir doch dann einfach als kleinste gemeinsame Wirklichkeit festhalten und abhaken, darüber auch nicht mehr streiten, sondern nur noch um alles andere streiten. Doch was stattdessen passiert ist, dass selbst solider wissenschaftlicher Konsens immer wieder in Frage gestellt wird oder verzerrt wird von den Grünen mit ihrer Homöopathie-Liebe und ihrem grüne Gentechnik-Hass bis zur FDP. Mit ihrer thermodynamisch fragwürdigen Technologieoffenheit. Und jetzt zur Kommunikation. Erstmal,
Kommunikation ist ein sehr wichtiger Teil der politischen Arbeit. Olaf Scholz. Und es gibt manchmal Bad News. Es gibt sogar oft Bad News. Beispiel Klimakrise. Die ist jetzt mit viel Anstrengung verbunden. Wir können nicht einfach so weitermachen wie bisher. Gute politische Führung braucht in solchen Fällen Mut und muss halt auch mal absteppen und Verantwortung übernehmen und klare Ansagen machen und es auch mal aushalten, nicht das zu erzählen, was die Wähler erstmal hören wollen. Und oft ist es ja so, dass genau das, was jetzt doof ist oder wehtut, genau das ist, was für die Zukunft am besten ist. Aber diese Zukunft liegt oft weiter weg als die nächste Wahl. Und alle sind dazu verleitet, erstmal nur bis zur nächsten Wahl und damit kurzfristig zu denken und die Wähler nur kurzfristig für sich zu gewinnen, indem sie ihnen erstmal das erzählen, was sie jetzt hören wollen. Und ich kenne ja das Problem, da sind sich Politik und Journalismus ja ähnlich, wir sind davon abhängig, Menschen für uns zu gewinnen. Das verleitet dazu, Beliebtheit über Korrektheit zu stellen oder zuzuspitzen und zu emotionalisieren, statt sachlich und differenziert zu bleiben. Und trotz dieser falschen Anreize ist es meine persönliche Erfahrung, dass Sachlichkeit funktionieren kann und dass auch schonungslose Bad News nicht automatisch unbeliebt machen. Ich glaube fest an eine vernünftige Mehrheit. Aber diese vernünftige Mehrheit ist gerade frustriert, liebe Regierung. Nach der Anfangs-Ampel-Euphorie, wo es schien, jetzt können Wirtschaft, Wohlstand, soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz vereint werden, scheinen jetzt nur noch lähmende Streitereien übrig zu sein. Die Ampel kann sich auf nichts einigen und die Opposition. Also dazu müsste man ein eigenes Video machen. Also auch zur Ampel. Über vieles müsste man noch konkreter reden. Und das Tragische ist, ich glaube, auch in Berlin gibt es eine vernünftige Mehrheit. Ich habe in den letzten Monaten mit sehr vielen Leuten sehr ehrliche Gespräche geführt. Und für alle gewissenhaft arbeitenden Politiker ist es genauso frustrierend, dass grober Populismus viel leichter Aufmerksamkeit bekommt als sachliche Inhalte. Aber liebe Regierung, ihr müsst dagegenhalten mit Selbstbewusstsein und dem Vertrauen in uns, die vernünftige Mehrheit. Hallo Berlin, hallo hier unten. Wir, die vernünftige Mehrheit, wir haben keinen Bock mehr. Und das bringt uns zum eigentlichen Grund für dieses Video. Denn wie sagt man so schön, wenn du willst, dass es gut wird, musst du es halt selbst machen. Klar, meine Kompetenz ist Wissenschaft und wie gesagt, mit Wissenschaft alleine kann man noch keine Politik machen. Aber erstens, manchmal ist es gar nicht so verkehrt, einen festgefahrenen Betrieb mit einem Außenseiterblick aufzuwirbeln. Und zweitens, ich bin natürlich nicht allein. Ich habe in den letzten Monaten sehr viel Zeit in Berlin verbracht. Ich habe mit sehr vielen, sehr klugen und erfahrenen Menschen geredet. Ich habe ein, wie ich finde, sehr starkes Team aufgebaut. Und ich habe meine Zeit vor allem damit verbracht, mich weiterzubilden und sehr fleißig zu lernen und zu arbeiten. Ich werde an dieser Stelle jetzt erstmal vage bleiben, denn auch wenn das hier kein MyLab-Video ist, sind wir trotz auf einer Plattform, die zuletzt durch und mit Funk groß geworden ist und deswegen möchte ich das jetzt erstmal nicht für Parteipolitik nutzen. Ihr wisst, auf welchen Plattformen ihr mich sonst auch findet und ich freue mich schon sehr drauf, euch bald Konkreteres sagen zu können. Aber ich wollte euch erstmal hier abholen, denn bei einer Sache hat mich diese Community nie im Stich gelassen, nämlich bei meinem Glauben an die menschliche Vernunft. Und ich glaube nach wie vor. Wir brauchen eine Seuche der Vernunft. Ja, nach Corona sollte ich mir vielleicht ein anderes Framing als Seuche überlegen. Ihr wisst, was ich meine. Vernunft und Wissenschaftlichkeit ist die einzige Therapie gegen Desinformation und Populismus. Also Nerds an die Macht. So viel erstmal an dieser Stelle. Ich freue mich schon drauf, wenn ich euch bald mehr updaten kann. Bis dahin, stellt den Tee warm und bleibt sicher.